10 Bücher, die du über Weihnachten lesen kannst oder die du auch verschenken kannst. Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Du weißt ja, dass ich ein Bücherfan, Büchernarr bin und ich habe jetzt nochmal 10 Bücher rausgesucht aus meinem Regal hier, die ich empfehlen kann, also die ich gerne geschenkt bekommen würde, die ich auch gerne weiter verschenke. Hier ist noch ein Favorite dabei, komme ich auch gleich nochmal zu. Und die 10 Bücher stelle ich dir jetzt so in knapp 10 Minuten vor. Viele davon sind auch schon besprochen worden, aber möglicherweise auch wieder vergessen worden. Also entweder zum Verschenken, wenn sich irgendjemand mit den Themen Vertrieb, Führung und Karriere interessiert. Das ist, glaube ich, ein gutes Geschenk. Oder halt auch zum Selberlesen. Fangen wir an. Buch 1, das ist das neue von Jocko Willink und Leif Babin. Das heißt The Economy of Leadership. Ich glaube, auf Deutsch gibt es das noch nicht. Was soll ich machen? Hoch? Das tief? Das, ach so, ich muss das Buch höher halten. So? So, also, weil wir machen ja auch ein YouTube-Video und deswegen habe ich jetzt gerade hier noch Regieanweisungen gekriegt. Also, The Dichotomy of Leadership von Jocko Willing. Das ist das Nachfolgebuch von Extreme Ownership, über das ich schon gesprochen habe. Ich habe hier auch im Podcast eine Folge, da gibt es ein geheimes Kapitel, das es nur im Hörbuch gibt. Das habe ich schon vorgelesen und übersetzt auf Deutsch. Mega cooles Buch, wenn man sich für das Thema Führung interessiert. Wirklich ein Augenöffner, meiner Meinung nach. Ja, also auf jeden Fall wie Extreme Ownership, was ja jetzt ein New York Times Number One Bestseller mittlerweile ist. Das ist wirklich, wirklich krass. Das ist Nachfolgebuch, kann ich wirklich nur empfehlen. The Economy of Leadership. Dann auch das Buch habe ich schon mal vorgestellt im Podcast von Daniel Pink. To Sell is Human. Da geht es darum, dass wir alle Verkäufer in eigener Sache sind. Und welche Kernskills man so drauf haben muss, das ist auch schon von mir schon relativ intensiv gelesen, welche Kernskills man drauf haben muss, um sich selber gut zu verkaufen als Verkäufer, aber halt auch im Leben. Sehr, sehr spannend. Ja, also der Daniel Pink, der schreibt halt immer über unterschiedliche Themen, Sachbücher. Das ist jetzt mittlerweile auch ein Bestseller. To Sell is Human gibt es auch als Hörbuch. Auch ein cooles Buch, wenn man gerne verkauft oder sich mit dem Thema Verkaufen beschäftigt. Dann hier ein ganz dickes Brett, Scaling Up von Vern Harnish. Da geht es darum, wie man Firmen zum Wachsen bringt. Für mich ist das so eine Art Enzyklopädie, wo ich eigentlich einmal die Woche reingucke und immer wieder Sachen nachlese. Als Hörbuch konnte ich das nicht lesen, weil es so viel Inhalt ist, dass ich dabei nicht Auto fahren kann. So dicht ist das. Also wenn man sich darüber beschäftigt, wie Firmen wachsen, wie Firmen organisiert sein müssen, die wachsen sollen, sehr, sehr geiles Buch. Dann auch ein tolles Buch von Professor Karl Pinschulitz, absoluter Klassiker, Neuauflage. Das alte Buch gibt es gar nicht mehr und es ist mega teuer bei Amazon. Karl Pinschulitz, Schlagzahlmanagement. Ich habe da mal eine Kurzfolge zu gemacht, die Relativitätstheorie des Vertriebs, also Schlagzahlmanagement, dass Vertrieb ganz viel damit zu tun hat, auch wie viel wir tun und natürlich in welcher Qualität wir es tun und daraus ergeben sich Ergebnisse. Also absoluter Klassiker, wenn sich jemand mit Vertrieb, aber auch Vertriebsführung und Kennzahlen beschäftigen will. Dann auch ein absoluter Klassiker, das Buch Influence von Robert Cialdini. Habe ich auch im Podcast schon mal vorgestellt, gibt es auch auf Deutsch. Titel weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, die Kunst des Überzeugens oder sowas. The Psychology of Persuasion. Absoluter Klassiker, ziemlich dickes Buch. Da ist eigentlich alles drin, was so an psychologischen Gesetzen dahinter steht, wenn wir verkaufen, wenn wir andere Menschen überzeugen. Also für jeden im Vertrieb eigentlich auch ein Grundlagenbuch. Dann habe ich noch ein schönes Buch zum Thema Recruiting. Sehr, sehr unterhaltsam geschrieben von Professor Cunning. Ist auch so einer der wirklich der Koryphäen zum Thema Recruiting. Und er hat ein Buch geschrieben, der Titel ist schon geil. 50 Strategien, die falschen Mitarbeiter zu finden. Also sehr unterhaltsam geschrieben mit 50 Beispielen, was man so alles falsch machen kann und dann natürlich auch mit dem Weg, wie man es richtig machen kann. Sehr schönes Buch, unterhaltsam geschrieben. Klasse, wenn man sich mit dem Thema Recruiting auseinandersetzt. Dann absoluter Klassiker, habe ich noch nicht besprochen im Buch. Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. Ich habe bis jetzt nur die Zusammenfassung bei Blinkist gehört, muss ich wirklich selber zugeben, aber die habe ich, glaube ich, 10 Mal gehört.
weil ich mir diese 7 Eigenschaften einprägen wollte. Und ich habe jetzt angefangen, das Buch zu hören, also wirklich absoluter Klassiker, wenn es darum geht, okay, wie kann ich erfolgreich am Leben sein, was muss ich tun, um gute Beziehungen aufzubauen, um voranzukommen. Sehr, sehr cool, absoluter Klassiker, kann ich nur empfehlen. Genauso wie dieses Buch, etwas neuer, von Gary Keller, The One Thing. Da geht es auch wirklich, das ist ein bisschen so wie dieses 7 Habits, worauf muss ich mich konzentrieren, the one thing, was muss ich wirklich, worauf muss ich mich konzentrieren, um mit meinem Leben, mit meinen Zielen vorwärts zu kommen. Auch hier muss ich zugeben, habe ich bis jetzt nur die Blinkist-Zusammenfassung gehört, mehrfach. Also Blinkist ist ja, wir arbeiten mit Blinkist zusammen, Blinkist ist ein Sponsor von uns. Und immer wenn ich im Auto sitze, höre ich mir Blinkist-Zusammenfassung an. Also hier The One Thing, die überraschend einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg. Sehr, sehr cooles Buch, kann ich nur empfehlen. Dann das Buch, das ich am liebsten verschenke im Moment. Das habe ich eher per Zufall gefunden. Ich war beim Dirk Reuth auf der Vertriebsoffensive und der hat von Dr. Rainer Zittelmann ein Buch empfohlen. Und ich habe aber dann bei Amazon das Falsche bestellt, zum Glück. Und dieses Buch heißt Die Kunst des erfolgreichen Lebens, Weisheiten aus 2 Jahrtausenden von Konfuzius bis Steve Jobs. Und das ist halt sehr angenehm auch zu lesen. Also es ist immer ein kleines Zitat drin und ein Kommentar, was das Ganze bedeutet. Und ich lese da jeden Tag immer ein paar Seiten von, markiere die dann auch mit Textmarker und so weiter. Also sehr, sehr schönes Buch. Viele Sachen, die zum Denken anregen. Meiner Meinung nach auch ein sehr schönes Geschenk. Und das letzte Buch, das ist das, an dem ich gerade intensiv kaue, auch wirklich für mich im wahrsten Sinne des Wortes ein Augenöffner. Das ist von David Rock, The Brain at Work, also das Gehirn bei der Arbeit. Gibt es auch auf Deutsch, heißt aber Brain at Work, intelligente Arbeiten mehr erreichen. Das lese ich und höre es parallel als Hörbuch bei Audible. Und da geht es wirklich, und das ist sehr, sehr cool gemacht didaktisch, weil immer es wird eine Situation aus dem Arbeitsalltag beschrieben, was alles dabei schief geht. Dann wird erklärt, welche Prozesse in unserem Gehirn ablaufen und warum es schief gegangen ist. Und dann wird die Situation nochmal durchgespielt mit jemandem, der halt achtsamer und mit im Wissen, wie sein Gehirn funktioniert, mit dieser Situation umgeht. Also zum Beispiel morgens früh komplett überfordert mit E-Mail und anderen Aufgaben und so weiter, wie man sich da organisiert. Mache ich auch noch ein paar kleine Podcasts zu, weil das wirklich, wirklich klasse ist, das ist für mich. Und es hat auch viel mit Vertrieb zu tun, weil Vertrieb hat auch viel mit Emotionen zu tun und auch mit Selbstkontrolle. Also auch wieder eher ein Grundlagenbuch. So, wo sind wir von der Zeit? 7 Minuten, ja passt doch. 10 Bücher in 7 Minuten. Ich mache nochmal einen Schnelldurchgang von hinten. David Rock, wir verlinken hier natürlich auch alle in den Podcast. Intelligente Arbeiten mehr erreichen, The Brain at Work, sehr, sehr cool. Dr. Zittelmann, Die Kunst des erfolgreichen Lebens, das ist dieses Zitatebuch, sehr, sehr schön. The One Thing, eigentlich auch ein Klassiker, den man gelesen haben sollte. Von Gary Keller, Die überraschend einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg. Dann absoluter Klassiker Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch. Das heißt dann die 7 Eigenschaften von sehr effektiven Leuten. Zum Thema Recruiting, 50 Strategien, die falschen Mitarbeiter zu finden, von Professor Cunning. Dann der Klassiker Influence von Cialdini, absoluter Klassiker. Gibt es auch eine Buchbesprechung, verlinken wir auch nochmal. Von Professor Pinschulitz, der war schon 2-mal bei uns im Interview, ist ein Professor aus Wien, der Key Account Manager ausbildet. Was ja auch schon mal geil ist. Und der schreibt halt auch sehr gute Bücher. Der Klassiker von ihm ist Schlagzahlenmanagement. Dann, wenn es darum geht, wie man Unternehmen wachsen lässt, welche Strukturen man da braucht, was für ein Mindset, Scaling Up von Warren Harnisch, bin ich großer Fan von. Allerdings echt ein dickes Brett. Dann von Daniel Pink, To Sell is Human, dass wir alle mittlerweile Verkäufer sind, in eigener Sache zumindest, und dass ja über 50% der Leute im Prinzip dabei arbeiten, irgendwas zu verkaufen im Unternehmen oder an andere, auch kreative Lösungen oder Zeit und so weiter. Und als letztes Buch, gerade wer sich mit dem Thema Führung auseinandersetzt, The Dichotomy of Leadership von Jocko Willink und Leif Babin, absoluter Fan von, schon 2-mal durchgehört und 1-mal durchgelesen, richtig, richtig klasse. So, das waren meine Tipps für die Weihnachtszeit. Da hat man ja auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu lesen, kann sich ein bisschen zurückziehen oder auch verschenken. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Ein paar Bücher, wenn du den Podcast öfter hörst, habe ich auch schon mal erwähnt. Wir verlinken die alle nochmal in den Shownotes. Ansonsten würde mich freuen, vielleicht wenn du einen Buchtipp hast,
was ich immer besprechen soll oder was so dein absoluter Favorite ist in den Themenbereichen. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Gerne über LinkedIn kannst du mich anschreiben. Also einfach mal Christopher Funk von Xenagos, ist ja die Personalberatung, wo ich arbeite, einfach mal googeln. Ansonsten, wenn du noch mehr und intensiveren Input von mir haben möchtest, kannst du auch in meine Facebook-Gruppe kommen. Die heißt Mehr Umsatz und sicheres Wachstum. Da sind jetzt knapp 300 Leute drin. Da musst du einen Fragebogen beantworten. Bitte füll diesen Fragebogen auch aus. Also das sind nur zwei Fragen. Woher kennst du mich und was machst du oder welche Rolle hast du? Also es ist nicht so schwierig auszufüllen. Das sollte jeder in der Lage sein. Ja, und da gibt es dann alle ein bis zwei Wochen gibt es ein Live. Oder du kannst Fragen stellen und es gibt noch ein bisschen exklusiven Content. Also wenn du da mehr Interesse hast, komm bitte in die Gruppe. Mehr Umsatz und sicheres Wachstum. Ja, ansonsten wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit, eine schöne Bestellliste für Bücher und bis zum nächsten Mal. Gib alles. Dein Christopher Funk.